Thank you.
Sie wollen, dass Technologie zum Nutzen aller eingesetzt wird. Nicht zur Massenüberwachung. Wir kämpfen für ein Grundeinkommen, für ein Leben in Würde und Teilhabe. Einen umlauffinanzierten Nahverkehr und ein modernes, bezahlbares und besseres Gesundheitssystem. Für evidenzbasierte Corona-Politik. Wir wollen ein Nordrhein-Westfalen, in dem man sich hilft, wenn Hilfe gebraucht wird. Wir wollen kostenlose, lebenslange Bildung von der frühkindlichen Erziehung bis ins hohe Alter. Wir wollen, dass auch die Jugend mitbestimmen kann, denn es geht um ihre Zukunft. Ein Land der Innovationen und der Kreativität, kein Zurück in die Kohlezeit. Wir kämpfen gegen den Klimawandel und für bezahlbare und gemeinschaftlich erzeugte Energie für alle. Piraten. Zukunft mitdenken. So, wir sind drauf. Perfekt, danke. Dann einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch zur, was haben wir denn, 5. Sitzung des 16. Landesvorstands der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Wir beginnen fast pünktlich um 20.30 Uhr und ein paar Sekunden. Mein Name ist Vaku, ich werde durch die Sitzung führen. Protokoll macht der liebe Elder für uns. Anwesend haben wir den Wolf, den Martin, den Janis, den Toffer, die Vaku und die Isan ist auch da. Wir sind beschlussfähig und müssten uns als erstes um das letzte Protokoll kümmern. Gibt es da Anmerkungen oder Beschwerden? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir das einstimmig angenommen. Vielen Dank. Und kommen auch sofort zu den Berichten des Landesvorstands.
Der Sven hat sich für heute entschuldigt, dann wäre direkt ich dran. Ja, ich war. Bitte? Habe da irgendwie was gehört? Isan ist jetzt auch da, vielleicht war das das. Ja, das hatte ich schon wahrgenommen. Ich dachte, hier nutzt einer wegen meinem Tätigkeitsbericht. Na gut. Nein. Beginne. Ich war auf dem Bundesparteitag von Freitag bis Sonntag mit einer mehr als unangenehmen Bahnanreise, die mir immer noch. Dann haben wir eine Pressemitteilung zu den Polizeichefs gemacht, beziehungsweise zu dem Urteil des Gerichts in Münster vom SEK. Dann habe ich mich so ein bisschen um Tickets gekümmert. Da hatten wir eine Anfrage vom Landesschiedsgericht. Ja, es geht immer noch darum, in Duisburg eine Kampagne zu planen. Kleinigkeiten, Kalenderpflege, Sitzungsvorbereitung, mehr war das nicht diese Woche. Dann wäre als nächstes der Wolf dran. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen zu unseren Tätigkeitsberichten, machen wir, wenn wir einmal durch sind. Wolf, bitteschön. Okay, ich habe mich wie üblich mit kommunalen Sachen und so spannenden Themen wie Sitzungen des Aufsichtsrats der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft, der Kreisholding des Rhein-Sieg-Kreises, heute noch tagsüber das Bankkonto das bei der KSK für den KV RSK gemacht und habe die Tage über vor allen Dingen mal Tickets und Spam im RT bearbeitet. Das war es auch schon. Danke dir. Den Balli haben wir noch nicht hier, dann wärst du dran, Janne. Passiert. Wir hatten jetzt aber unsere letzte Vorstellung und deswegen kann ich jetzt so richtig starten. Ich war bei der Team PolGF letzte Woche und das war es eigentlich. Danke dir, Toffer. Ich war So, ich war beim Bundesparteitag in Magdeburg. Ich habe im Ticketsystem ein bisschen Spam aussortiert. Ich habe die Zugangsdaten vom ehemaligen Kreisverband Minden an Elder und Daniel weitergegeben. Ich war vor ein paar Wochen oder vor 2 Wochen auf der Bits und Bäume in Münster und habe da ein bisschen Präsenz gezeigt und das war es für die letzten Wochen. Danke dir. Und als nächstes wäre Isan dran. Ja, ich war auch am Bundesparteitag und der AV, habe da Protokoll mitgemacht. Ich habe Social Media gemacht für NRW, unter anderem auch vom Bundesparteitag. Bisschen AGÖA-Arbeit. Ich war beim Dicken Engel am 20.06. zum Thema Nachbesprechung des Bundesparteitags. Ich habe auch ein paar Tickets bereinigt und geschubst. Und bis gerade eben war ich noch bei der Orga-Nachbesprechung vom Bundesparteitag. Deswegen bin ich auch ein paar Sekunden zu spät dran gewesen. Sorry dafür. Danke dir, Isan. Und dann hätten wir noch den Martin. Ja, ich war bei diversen Fairwater-Ausschusssitzungen und dann hat zum Abschluss quasi der Stammtisch noch stattgefunden. Jetzt haben wir da erstmal Sommerpause, wenn da keine Sondersitzung reinkommt. Und das war's. Danke dir. Gibt es Fragen oder Anmerkungen zu unseren Tätigkeitsberichten? Ich hätte eine Frage an Toffer. Dieses Bits und Bäume, lohnt sich das? Bin mir nicht ganz sicher. Das war eine nette Veranstaltung. Waren auch spannende, interessante Leute da. Und es war, ich weiß nicht, da müsste inzwischen oder müsste demnächst rauskommen, eine Zusammenfassung mit Fotos und allem drum und dran. Und das mag ich jetzt nicht für andere beurteilen, ob sich das lohnt. Ich habe auch nicht die ganze Veranstaltung mitgenommen, weil ich Freitag noch gearbeitet habe. Das hat Freitagmittag schon angefangen. Ich kam dann erst am Abend.
Am nächsten Tag bin ich dann wieder hingefahren. Dann war ich Unfallzeuge auf dem Weg dahin. Das hat mir den halben Vormittag da gekostet. Aber es war von dem, was ich mitgekriegt habe, eine schöne Veranstaltung. Digital Courage war auch da. Man kann sich da, glaube ich, ganz gut vernetzen und sich austauschen. Also war, ich fand's nett. Okay, danke dir. Ich sehe sonst keine weiteren Fragen oder Anmerkungen. Dann mache ich weiter mit den Statistiken. Mitgliederstand 31. Mai 1391, davon stimmberechtigt 538. Sparkassenbestand auch 31. Mai stand 158,48 €. Dann haben wir das GLS-Girokonto mit Stand heute 10.800,58 €. Zinsertragskonto unverändert 29,90 €. Stadtsparkasse Girokonto stand heute 66.295,05 €. Und das Renditenkonto mit 186.778,51 €. Wir haben dann im Pad ab Zeile 102 auch mal wieder die aktuellen VKV-Kontostände, die auch immer, falls ihr da mal was nachgucken wollt, auf unserem Vorstandsblog zu finden sind. Ich habe da jetzt gesehen, dass die Kreisverbände, die wir kürzlich auf dem LPT aufgelöst haben, noch nicht unter den VKVs gelistet sind. Das hat wahrscheinlich Gründe. Weißt du da was, Wolf? Nicht wirklich, aber ich gehe mal davon aus, dass es schlicht daran liegt, dass diese Liste schon, ich denke mal, 2 Wochen, 3 Wochen alt ist und von daher Aktionen, die in dieser Zeit stattgefunden haben, noch nicht abbildet. Vor allen Dingen, wenn man sich das mal durchschaut, sind da doch einige Einträge mit der letzten Bewegung von 2017 und 2018. Und gemäß den Satzungsänderungen auf dem letzten LPT werde ich auf jeden Fall anstoßen, dass die dort noch verfügbaren oder geblockten Mittel, muss man ja sagen, weil es ja keiner aktiv nutzt, tatsächlich dann auch an den Landesverband rübergehen. Aber das habe ich für heute nicht vorbereitet. Ja, also wir hatten im letzten Vorstand 2 Beschlüsse gemacht. Der erste Beschluss hat alles aufgelöst, was wo seit 2017 keine Bewegung mehr war. Und der zweite Beschluss das gleiche für 2018 und 2019. Das, was da jetzt schon wieder aufgelaufen ist, das sind dann ja die Sachen, die neu auflaufen. Aber die waren halt eben auch auf Null. Nehmen wir mal an, das, was da jetzt ist, es sind ja in der Regel auch kleine Beträge, es sind dann Part-Fin oder Mitgliedsbeiträge anteilig. Okay, werde ich den Martin darauf ansprechen, aber vor allen Dingen muss man natürlich darauf achten, wenn ein VKV aufgelöst wird, da geht es ja nicht um eine Organisation, die nicht wie bei einem KV, sondern einfach nur um Buchungskonto. Das heißt, in dem Fall wäre dann einfach das Buchungskonto auch für neue Zubuchungen zu sperren. Das werden wir intern klären. Alles klar, danke dir. Gibt es sonst Fragen, Anmerkungen? Dann mache ich weiter mit den Terminen. Da haben wir morgen am Freitag um 19:30 Uhr den BKU Mumble. Am 7.7. wäre ebenfalls am Mumble 21 Uhr die AGÜ-Übersetzung. Am 11.7. haben wir das zweite Online-Treffen mit unserem neuen Datenschutzbeauftragten. Da fehlt eine Uhrzeit. Ah, das trage ich noch nach. 13. bis 16. Juli ist der Digital Courage Aktivkongress. Da
Da liegt uns auch ein Ticket zuvor und da ist auch ein Link im Pad. 18.07. 18 bis 19.30 Uhr voraussichtlich ist die Datenschutzschulung im Big Blue Button. Hier gibt es auch einen Link zu unserem Vorstandsblog, wo alle Infos drauf sind. Die zweite Datenschutzschulung haben wir auch schon im Kalender, wäre dann am 17. Oktober, also für alle Menschen mit Hut, Vorstände in den KVs oder Büropiraten in den VKVs, nutzt die Gelegenheit und lasst euch weiterbilden. Dann haben wir am 12. August von 15 bis 17 Uhr die KMV in Köln im Bütze. 12. bis 13.8. ist die Folge-F-Tagung in Bremerhaven. 8. bis 10. September der dritte Parteienkongress in Leipzig. Am 8. sind sowohl Landtagswahlen in Bayern und Hessen als auch die Wahlen in Luxemburg. Am 17.10., wie gerade schon erwähnt, eine weitere Datenschutzschulung im Big Blue Button, 18 Uhr bis voraussichtlich 19.30 Uhr. Und hier schon eingetragen, zwischen dem 6. und 9. Mai wird das neue Europaparlament gewählt. Da wir voraussichtlich Sonntag wählen, wäre der Stichtag für uns in Deutschland dann der 9. Mai. Gibt es sonst noch Termine? Haben wir was vergessen? Niemand schreit. Ja. Unsere ganzen Termine, egal ob real life oder online, findet ihr auch auf unserer Webseite unter Landesverbandtermine. Gut, Anträge haben wir diesmal keine. Wir hatten einen Umlaufbeschluss und zwar haben wir mit dem Ticket 504204 ein neues Mitglied im Landesverband aufgenommen. Herzlich willkommen. So, wir sind heute schnell. Wir sind jetzt schon bei Aktuelles aus den Kommunen. Haben wir jemanden zum Beispiel im ZuhörerInnenraum, der etwas sagen möchte? Ich lese mal vor, was ich schon reingeschrieben habe. Im Kreisverband Düsseldorf haben wir uns als Vorstand konstituiert und auch auf Bitte hin der letzten Kreismitgliederversammlung versuchen wir nun unseren Stammtisch wieder zu beleben, mal mit einem anderen Termin. Wir hatten das früher immer freitags, das war für einige nicht so günstig. Jetzt haben wir das mal mit dem Dienstagabend probiert. Es gibt auch einen Link im Pad. Es ist auch eingetragen auf dem Kalender. Der nächste Stammtischtermin wäre der 4.7. Und Gäste und Interessierte sind natürlich auch immer herzlich willkommen. Dann habe ich den Reinhard im Sprechenraum. Hallo, Duisburg. Hallo, sag schön, danke für deine Mail. Also ich werde jetzt einen schönen Text schreiben, den ich mit dem Kollegen hier vor Ort abgleichen werde. Und wenn er der damit einverstanden ist, schicke ich dir den, dann kannst du den drüber schreiben und dann hast du auch gleich einen Termin. Machen wir das so? Ja, genau. Also bei dem Termin müssen wir dann halt gucken, wer von uns kommen kann zur Akkreditierung. Aber ja, wenn ihr mit dem Text Hilfe braucht oder so, es gibt ja zahllose Beispiele solcher Einladungen, dann sagt Bescheid, ne? Warte, ich mach das selber, ich wollte mit dem Code abwählen, dann bin ich gefällt, schreibe einfach drüber und dann machen wir das. Wow, okay. Ah, stopp. Ich habe jetzt gar nichts verstanden. Sorry, Reinhard, wenn da jetzt, also ich habe das gar nicht verstanden, das war irgendwie übersteuert, genau. Sonst vielleicht nochmal in den Chat was schreiben. Ja, aber wenn ich mache den Text, bin gleich mit dem Code ab. Wenn der damit einverstanden ist, hast du auch gleich einen Termin. Und wenn dir mein Text nicht gefällt, schreibst du einfach drüber, dann haben wir die Kuh im Eis. Gut, ich harre der Dinge, die da kommen von euch. Danke dir. Bis schnell geht's. Dann würde ich einfach noch ganz kurz als Stimme aus der Kommune sagen, dass auch in Bielefeld der Stammtisch wiederbelebt wurde und wir uns alle 4 Wochen Donnerstagabends treffen. Die Internetseite, da wird das dann immer regelmäßig reingeschrieben, wenn der Stammtisch stattfindet.
Einzige Ausnahme ist, dass im Juli der Stammtisch nicht stattfindet, sondern stattdessen ein Arbeitstreffen stattfindet und ab August dann alle 4 Wochen. Danke dir. Ich hatte auf Balis Wunsch hin, ich glaube, den letzten Stammtisch auch schon eingetragen. Da war aber die Regelmäßigkeit noch nicht klar. Kannst du das im Kalender in der Cloud selber eintragen? Kann ich machen, ja. Das wäre super. Ich habe in dem Zusammenhang auch noch eine Frage. Und zwar haben wir ja noch die Anfrage von einem Interessenten vorliegen, der gerne eigentlich im Ennepe-Ruhr-Kreis zu einem Stammtisch wollte. Das klappt nicht, weil der Stefan Borgräfe mir zum Beispiel auf Anfrage zurückgemeldet hat, dass es keinen Stammtisch mehr in Witten gibt und seines Wissens auch ansonsten im Kreis nicht. Jetzt wäre es ja vielleicht möglich, dass in angrenzenden Kreisen, vielleicht Dortmund und Städten irgendwie sowas stattfindet. Deswegen wollte ich mal in die Runde fragen, ob irgendjemandem sowas bekannt wäre. Und falls nein, wo man es rauskriegen kann. Also Dortmund ist mir nicht bekannt, dass da was regelmäßig stattfindet. Ich kann ihn aber nochmal fragen. Nein, da ist nichts. Ja. Entschuldigung, dass ich den Wort falle. Das macht ja nichts. Du bist ja da aus der Ecke, ne? Genau, ich bin aus Dortmund, ja. Okay, wie weit ist denn Felbert da entfernt? Weit noch? Ja, ist machbar, aber ist schon etwas weiter. Ich war ja auch mal ich glaube in Hattingen. Nee, nicht Hattingen. Keine Ahnung. Aber ich war auch schon mal dort im Kreis dort beim Stammtisch, wo der Ankaufplatz war, da. Und ich muss sagen, sonst, der findet auch nicht bei uns ganz sehr regelmäßig statt. Das müsste ich dann schon anschreiben. Ja. Okay, das hatte ich befürchtet, aber dann würde ich vorschlagen, dass ich dem Interessenten das einfach so mitteile, dass momentan leider das nächste in Felbert ist, was auch eine sehr hübsche Stadt ist, und dass er für den Termin sich bitte an den Martin wenden soll. Ist das okay? Ja, gib ihm einfach meine E-Mail-Adresse weiter und die Telefonnummer. Okay, danke schön. Okay, sonst noch was Neues aus den Kommunen? Sonst würde ich weitermachen. Gerade war Erik, glaube ich, im Sprechenraum gewesen. Ich hoffe, weil ich glaube, da haben wir jemanden aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis. Ich denke mal, der wollte bestimmt was dazu sagen, hoffe ich. Hallo Erik. Du musst dich entstummen. Ja, das ist der Klassiker. Namen zusammen. Derjenige, da kommt es ja drauf an, wo der herkommt. Also wenn der irgendwo aus Breckerfeld oder noch weiter südöstlich kommt, dann ist Felbert wirklich weit weg. Aber im Zweifelsfall kann der sich auch an Jojo oder mich wenden. Und dann können wir mal gucken, ob wir den irgendeinen Stammtisch wiederbeleben. Okay, deine E-Mail-Adresse habe ich. Wolf, dann gebe ich dir die gleich weiter, dann kannst du das dann noch mit dazu schreiben. Okay. Super, danke. Danke dir. Ja, ich glaube, Erik, du kannst gleich im Sprechenraum bleiben. Nächster Tagesordnungspunkt, sonstiges Wichtiges. Erik und Norbert, ihr hattet uns angeschrieben, oder Norbert vielmehr. Landesschiedsgericht, ihr seid gewählte Richter, aber ihr seid nicht genug, das heißt, ihr seid nicht handlungsfähig, könnt aber Kleinigkeiten tun. Ah, der Norbert ist auch da. Ich hatte euch auch schon geantwortet, gestern oder vorgestern, aber so ein paar Sachen können wir vielleicht besser noch hier klären. Ja, ich bin nicht zu hören. Ja. Ja, es ging jetzt mal darum, dass wir dies
die Grundauslagen bekommen, die Grundausstattung. Das sind also die Kommentare, die ich dann gesagt habe, die wir brauchen, um dann auch unsere Bestimmungen richtig zu machen. Wir sind nicht handlungsfähig, das heißt, wir können also nur erst einmal das Vorverfahren machen, die berühmte Schlichtung, die sonst nirgendwo gemacht wird. Und dann müssen wir die Sache weitergeben, wenn es dann doch zum strittigen Verfahren kommt. Also ich hatte euch den Link zu der Wiki-Seite gegeben. Die könnt ihr also dann aktualisieren, wie ihr das möchtet. Dann war der nächste Punkt, dass ihr Zugriff braucht auf schiedsgericht@piratenpartei-nrw.de. Das wäre die offizielle E-Mail-Adresse. Und ihr wolltet noch Einzelpostfächer haben. Ich weiß gar nicht, ob unsere Richter früher das hatten. Das wäre günstig, denn wenn jemand von uns jetzt etwas macht, macht das er nicht als Mitglied, sondern er macht das ja dann als Richter und das sollte dann also auch sichtbar sein. Okay, also das müsste euch alles die AG-Technik einrichten. Jetzt weiß ich nicht genau, was die AG-Technik braucht, also außer eine E-Mail-Adresse von euch. Und einen Antrag von euch, brauchen die noch eine Datenschutzverpflichtung oder so? Weiß das jemand, Topfer vielleicht? Wer hat da eben angefangen? Ich kann da gerade nichts zu sagen, also ich weiß es nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, aber wir haben ja unsere Datenschutzschulung im Prinzip immer beibehalten, ich zum Beispiel. Und ich konnte nur jetzt die kommende Datenschutzschulung nicht machen, weil ich im Augenblick in Kur bin. Und darum mache ich die dann im Oktober. Und somit dürfte das eigentlich auch alles soweit okay sein. Ja, also dann würde ich vorschlagen, dass ihr an die AG-Technik schreibt, wegen dieser E-Mail-Geschichte. Dann sollen die sich melden, ob die da noch irgendetwas benötigen. Gut. Frage also mit den Kommentaren. Ich weiß natürlich jetzt nicht, gibt es Kommentare vom Mal, als ein Schiedsgericht da war, oder sind die derartig alt, dass sie nur noch Altpapierwert haben? Wenn ja, wo wären die? Habt ihr mal den Milano gefragt? Ich habe noch keinen gefragt, nein. Okay, also ich wusste erst gar nicht so genau, was ihr damit meint, aber mir fiel dann später ein, das ist zwar schon länger her, aber dass wir auch mal von Richtern vom Landesschiedsgericht über Finanzanträge bekommen haben, weil solche Dinge angeschafft worden sind. Das ist allerdings auch schon ein bisschen länger her. Wenn, dann sollte der Milano die haben. Ich kann da gerne mal für euch nachfragen, ob er was hat und wie alt das ist. Gegebenenfalls ansonsten müsstet ihr ja schauen, wo man sowas besorgen kann. Ich habe keine Ahnung. Und dann entsprechend einen Finanzantrag stellen. Okay, sagst du mir dann Bescheid, kann ich den entsprechenden Antrag dann nachstellen? Ja, mache ich. War es das so im Groben und Ganzen, was ihr alles erstmal braucht, ne? Ja, das war es so, ja. Okay, super. Dann vielen Dank für eure Arbeit und ich finde das toll, dass ihr Schlichtungen machen könnt, dass wir nicht alles abgeben müssen. Und vielleicht kriegen wir ja auch auf dem nächsten LPT nochmal Richter nachgewählt. Danke euch. So, als nächsten Punkt habe ich hier, ich weiß nicht, wer das eingetragen hat, Europawahl 2024 und Bundesparteitag. Ja, das war ich im Rahmen der Vorbereitung, auch aus persönlichem Eigennutz ein bisschen, weil Sven und ich sind jetzt als zwei NRWler auf einer Liste von 20 Kandidierenden für das Europaparlament der Piratenpartei. Das ist jetzt aus der Aufstellungsversammlung jetzt dabei herausgekommen. Und
Ja, wir sind jetzt quasi in Vorbereitung darauf, auch zu schauen, wie jetzt der Wahlkampf vorangehen soll. Voranstatten, so wie es aussieht, wird es auch in der kommenden Woche wohl auch schon das erste Treffen der Kandidierenden geben, wo wir uns dann auch untereinander nochmal ein bisschen absprechen. Und auch erste Kommunikationskanäle sind auch schon eingerichtet. Das hört sich doch gut an. Was ich der Einladung für morgen zu dem WKO-Treffen entnehmen konnte, ist wohl, dass es auch eine Bewerbung gibt für einen Wahlkampfmanager, wo der Bundesvorstand dann wohl in der nächsten Sitzung oder im nächsten Treffen, wie auch immer, darüber entscheiden wird. Der sich dann ja wahrscheinlich auch nochmal in gesonderter Sitzung vorstellen wird. Der oder die, keine Ahnung, es hieß nur, es gibt eine Bewerbung. Ja, es sind bisher alles Gerüchte. Also klar, es gibt eine Person, die sich da ein bisschen hervorsticht auch. Das merkt man auch deutlich, nur solange da noch nichts offiziell feststeht, will ich da jetzt auch noch nichts bereitgeben. Um da jetzt nicht das Ganze irgendwie zu gefährden. Ja, wir haben ja mit Sven und dir zwei Kandidaten ganz in unserer Nähe und dann kriegen wir bestimmt auch alles gut mit. Ja, das wird passieren. Okay, danke dir. Gibt es noch Fragen oder Anmerkungen dazu? Ich habe geht mir so gerade durch den Kopf noch ein Thema, was wir vielleicht öffentlich kurz besprechen können. Mir ist, weil ich eben sehr viel auf Social Media unterwegs bin, sind mir da Unterhaltungen aufgefallen, die mir gezeigt haben, dass die Informationen, die wir so geben, wie zum Beispiel, wann unsere Sitzungen sind, wo die Protokolle zu finden sind, welche Termine und so weiter, dass das anscheinend noch nicht weit genug rumgeht, weil das auf Twitter dann besprochen wird. Und da frage ich mich, was können wir tun, um die kommunalen Politiker, die ja teilweise wirklich sehr aktiv in ihrer Kommune sind, auch zu erreichen. Ich weiß da zumindest von einem Fall, diese Person ist sehr aktiv und auch sehr kommunikativ, aber anscheinend erreichen manche Dinge sie doch nicht. Und da denke ich mir, müssen wir uns vielleicht was einfallen lassen. Machen wir denn, weil du jetzt sagtest, Social Media regelmäßig Ankündigungen zu den Vorstandssitzungen? Stimmt, das ist ein Fehler von mir, das habe ich in letzter Zeit etwas schleifen lassen. Das tut mir leid, nehme ich sofort wieder auf. Ja, du kannst die Leute doch ruhig mal nerven, auch mehrfach. Also am Tag vorher, am Tag davor und was weiß ich. Ja, gut, ist notiert. Ich habe es wieder im Hinterkopf. Aber ich denke halt, meine Überlegung ist, wir können natürlich nicht jeden Termin per Mailingliste, die Leute erschlagen uns. Aber irgendwie müssen wir anscheinend das noch mehr unter die Leute kriegen, weil ich weiß von diesem einen Beispiel, die Person ist jetzt nicht sehr aktiv auf Twitter. Das heißt, egal wie viele Ankündigungen ich rausschicke, und das gilt ja für etliche KommunalpolitikerInnen, die sehr viel in ihrer Gemeinde machen, aber die sind nicht unbedingt auf Social Media und die müssen wir ja auch irgendwie erreichen. Wie wäre es denn, wenn man das auf der Landesvorstand, also Piratenpartei NRW-Seite, einfach regelmäßig entweder was draufschreibt alle 2 Wochen oder regelmäßig einen Beitrag bringt? Weil da ist auch der letzte Beitrag, dass der Landesparteitag im April war, das stattgefunden hat, oder Mai. Weil Social Media ist auch nur einer von vielen Kanälen und dass man das auch aktuell hält.
Ja, also bei dem letzten Beitrag muss ich dich jetzt aber mal korrigieren. Wir haben doch gerade eine Pressemitteilung geschrieben. Ansonsten hast du natürlich recht. Aber das alles, alle 14 Tage so als Ankündigungsbeitrag zu schreiben, das halte ich jetzt auch nicht für sinnvoll. Vor allen Dingen, wenn man dann dazwischen gegebenenfalls mal keine Pressemitteilung schreibt. Allerdings könnte man ja überlegen, in der Sidebar oder so diesen Termin noch etwas präsenter irgendwo zu hinterlassen. Das ist richtig. Ich gucke mir das mal an. Ich habe gesehen, das ist nur eine Idee, ein oder zwei Landesverbände machen das auch, dass die eine automatische Meldung auf ihrer Webseite haben, wann die nächste Vorstandssitzung ansteht. Das erscheint dann wie so eine Art Artikel, ist aber nur die Mitteilung an dem und dem Tag dann und dann da. Da gibt es tatsächlich, da gucke ich mir, das gucke ich mir gerade für Bielefeld an, auch für den Stammtisch, die Möglichkeit einfach die bestimmte Kalendereinträge aus der Cloud zum Beispiel als sich selbst aktualisierendes Widget auf die Homepage zu machen. Dann wäre das, da müsste man dann nichts machen, sondern könnte einfach jeder, der auf die Homepage sieht, zack, zack, das sind die nächsten wichtigen Termine. Die stehen ja eh in der Cloud und. Ja, sehr cool. Wenn du herausgefunden hast, wie man dieses Widget einrichtet, sagst du Bescheid. Sag ich Bescheid, ja. Ich habe nämlich leider keine Ahnung. Ich habe das auch schon gesehen, aber wie man das macht, weiß ich nicht. Ich habe es gesehen und habe gedacht, da muss ich mich mal einarbeiten. Ja, ich melde mich dann. Danke dir. Haben wir sonst noch was Sonstiges, Wichtiges? Das scheint nicht der Fall zu sein. Unser nächster Vorstandstermin ist am 14. Tag am 13. Mai. Sorry, war Vago jetzt nix. Nur bei... Nein, genau. Hier auch nicht. Hier auch. Hallo? Hallo, jetzt bist du wieder da. Ah, so, okay. Ja gut, dann wiederhole ich das einfach nochmal. wir haben einen NÖ-Teil heute. Ich werde aber vorher die Sitzung schließen. Nächster Termin ist der 13. Juli. Das ist wieder ein Donnerstag in 14 Tagen um 20.30 Uhr. Und damit schließe ich die heutige Sitzung um 21.05 Uhr. Vielen Dank. Das war jetzt zu verstehen, ja? Das war zu verstehen, ja. Vielen Dank, Vago, fürs Moderieren. Vielen Dank, Elda, fürs Protokoll. Ja, vielen Dank euch und habt noch eine schöne, nicht öffentliche Sitzung. Oh, vielen Dank. Alles klar, schönen Abend. Tschüss. Und Pascal, ich sehe dich unten im Zuhörerraum. Ja, schreib mir das gleich per DM, dann... wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Wir wollen, dass Technologie zum Nutzen aller eingesetzt wird. Nicht zur Massenüberwachung. Wir kämpfen für ein Grundeinkommen, für ein Leben in Würde und Teilhabe. Einen umlagefinanzierten Nahverkehr und ein modernes, bezahlbares und besseres Gesundheitssystem. Für evidenzbasierte Corona-Politik. Wir wollen ein Nordrhein-Westfalen, in dem man sich hilft, wenn Hilfe gebraucht wird. Wir wollen kostenlose, lebenslange Bildung von der frühkindlichen Erziehung bis ins hohe Alter. Wir wollen, dass auch die Jugend mitbestimmen kann, denn es geht um ihre Zukunft. Ein Land der Innovationen und der Kreativität, kein Zurück in die Kohlezeit. Wir kämpfen gegen den Klimawandel und für bezahlbare und gemeinschaftlich erzeugte Energie für alle. Piraten. Zukunft mitdenken.